So, ich bin jetzt immer noch am Überlegen, wie wir Emmett ablenken können. Ich dachte ja mit seiner Maschine. Oh, Entschuldigung. Irgendwie habe ich noch mit dem Jetlag zu kämpfen. Edna, Ich bin ja was? gestern erst aus dem Urlaub zurück. Ich habe da was für Sie. Hey, ich hätte da eine heiße Spur. Oh, was denn? Hund von jungem Wissenschaftler auf Gerichtsdach gestrandet. Was? Sehen Sie dort. Oh, mein Gott. Mr. Brown. Bitte, Miss Strickland, jetzt nicht. Können Sie nicht sehen, dass ich mich gerade in einer prekären Situation befinde? Mein Testlauf. Testlauf? Gefahr für die Öffentlichkeit nenne ich das. Ich bin mir sicher, die Redaktion sieht es auch so. Ist zwar jetzt gemein, was wir gemacht haben, aber es scheint Die irgendwie die einzige wissenschaftliche Möglichkeit zu Unternehmung sein. stellt eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Wissen Sie, was Wie er rauskommt. eindeutig eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt? Ihr Gesang. Kein Grund, persönlich zu werden, Mr. Brown. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, persönlich mit Ihnen zu werden. Da bin ich aber erleichtert. Fliegende Autos. Von all den lächerlichen kindischen Sie Anwandlungen. machen sich lustig. Aber stellen Sie sich eine Welt vor, in der Staus und Unfälle der Vergangenheit angehören. Ich hätte Ihnen vielleicht zugehört, wenn Ihre Jungfernfahrt nicht mit einer Bruchlandung Glück und gehabt. einem Hund auf dem Dach geendet Ich hätte. bin ja schon dabei, ihn runterzuholen. Einig. Wie bist du da runtergekommen? Kluger Hund. Tja, das Schicksal ist Ihnen heute wohlgesonnen, aber ich warne Sie, seien Sie in Zukunft vorsichtiger. Nun, wie bekommen wir das Raketenauto jetzt wieder runter? Ich denke, das ist im Moment nicht unser Problem. Auch Einig, komm mal her. Mal streicheln. Ist doch so süß. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Okay, dann halt nicht streicheln. Hey, Kleiner, schnüffel mal hier dran. Wie er rennt. Eine tolle Nase. Wie er hüpft, ist ja goldig. Im Kino. Ich habe mich bedeckt gehalten, Officer, aber ins Lichtspielhaus muss ich einfach ab und zu mal gehen. Hallo, Arthur. Officer? Ab hier übernehme ich. Aber im Waffenladen können wir ungestört reden, ohne neugierige Beobachter. Er denkt wohl jetzt, Doc ist ein Officer. Ja, Einstein, gut gemacht. Ich habe leider kein Leckerli für ihn. Ich hoffe, dass er sich nicht kein Beispiel an Dr. Frankenstein nimmt. Dass er auch mit irgendwelchen Toten experimentiert. Viele denken ja irrtümlich, dass Frankenstein das Monster wäre. Dabei ist Frankenstein der Doktor. Das heißt ja, glaube ich, auch Frankensteins Monster. Ich glaube, ich habe den Film nie gesehen. Ich glaube, ich habe nur Ausschnitte oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die hingelaufen sind. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat zu ihm. Ach. Steht da jetzt vielleicht. Ja, das ist mir klar. Dorthin bringen, wo es nötig ist. Vielleicht reden wir erstmal nochmal mit Trixie. Willkommen zurück. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Red mal erst nochmal mit ihr. Trixie? Ja? Ich habe Arthur gefunden. Er übernachtet im Waffenladen. In diesem Loch? Das ist gar nicht sein Stil. Ja, naja, ja. Jedenfalls sollen Sie sofort rüberkommen und mit ihm über die Beweise sprechen. Ich kann nur 5 Minuten Pause machen. Überrede ihn herzukommen.
Ich bin mir nicht sicher, ob er diese Idee so attraktiv findet. Scheint fast so, als würden wir beide in einer Sackgasse stecken. Das ist mal wieder Mist. Toi, toi, toi. Danke. Okay, dann müssen wir es wahrscheinlich anders machen. Ja, das ist schlecht. Sie darf nicht raus, nicht lange raus. Und Arthur kann nicht rein, wegen dem blöden Kid. Weil er den wahrscheinlich gleich fertig macht. Immer diese scheiß Probleme zwischen den McFlys und den Tenants. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh... Ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein. Ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Bleib einfach hier im Dunkeln und komm erst raus, wenn du Trixie siehst. Bin ich denn hier auch wirklich sicher? Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Ja, super. Wo ist Kid? Keine Sorge. Ist Trixie unterwegs? Wenn jetzt diese Stimme allein schon wirklich wie so ein Trottel. Willkommen zurück. So, jetzt versuche ich noch einmal mit ihr zu reden. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Ja, das wissen wir ja jetzt nun. Trixie? Ja? Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cubal. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie in Wahrheit Sylvia heißt. Ich weiß nicht, wieso. Hey, du! Hä? Ja, blöd Mann, ich habe gesehen, wie du meiner Jonice schöne Augen gemacht hast. Der schon wieder. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall. Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Ah! Schüsse? Waren das jetzt Schüsse? Der hat jetzt nicht Arthur erschossen, oder? Oder er? Trixie? Pause ist vorbei, Cubal. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Oh oh. Und was ist mit Ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kid. Nein.
Ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Blöde Kuh. Toi, toi, toi. Danke. Gehen wir gleich erstmal wieder raus und gucken, was da passiert ist. Ich ahne Schreckliches. Oh oh. Artie? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Hm. Kid, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Mhm. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Artie McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artis Nase zu bluten begann. Kerl ist einfach eine Memme. Als... Was? Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Hä? Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Artie gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennant treibt die Schulden immer ein. Immer.